natürlich eigentlich schon immer mal gefragt, wie Minecraft in dem realen Leben, wie Minecraft in Real Life aussieht, dann seid ihr hier genau richtig bei diesem Video. Nämlich will ich mal versuchen, mit diesem Zeitreisegerät, versteht ihr, in die Minecraft-Welt zu reisen, okay? Also, ich werfe mal schnell weg, okay? Ich würde mal sagen, lass rein. Wow, Leute, bin ich hier? Was habe ich jetzt gemacht? Bin ich jetzt wirklich? Oh mein Gott, Leute, ich dachte nicht, dass es funktioniert. Oh mein Gott, Leute. Eine Sekunde, ich glaube, ich höre nichts. Hallo, ich dachte nicht, dass es wirklich funktioniert. Aber anscheinend funktioniert es ja doch. Okay, jetzt höre ich was. Hallo, und damit willkommen hier zur Neufolge Minecraft Virtuelle Realität. Kann ich hier abbauen? Tatsache, ich kann abbauen. Hier ist der Greenscreen. Hallo, bam. Ich kann wirklich einfach abbauen, okay, Leute. Okay, es gibt auch noch viel zum Abbauen, denke ich. Alles klar. Okay, ich glaube, ich habe mal hier ein paar Bäume. Alles klar. Und, okay. Ich würde mal sagen, wie kommen wir hier zur Nachfolge? Minecraft Virtuelle Realität. Das ist jetzt ein neues Projekt hier, mehr oder weniger auf meinem Kanal. Und die kann man sich teleportieren, glaube ich. Also mich würde es wirklich freuen, wenn hier ein Like da lässt. Weil das Video, das Aufbauen hier, das wird ganz leichter, der Greenscreen, als würde ich hier mit der virtuellen Realitätsbrille. Also wäre echt ein paar Stündchen gedauert, also würde mich wirklich ein Like und ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt, würde mich echt freuen, also unbedingt. Einfach den Abonnieren-Button unten klicken, unter dem Video, falls du hier neu bist. Also, ich sage einfach den Abo-Button drücken und den Like, also den Daumen nach oben natürlich, man kennt's. Also wirklich, das Video, ihr könnt es auch mit euren Freunden teilen, ist auf jeden Fall richtig cool. Okay, Leute. Hier sieht es ganz gut aus. Also, ich habe mal hier ein paar Bäume, weil Holz brauchen wir demnächst unbedingt hier. Und hier kann man sich gleich teleportieren, gell? Ja, kann man. Okay, was sind wir da vorne? Schwein! Okay, Schwein, das ist mein Schwein. Weil ich glaube, ich muss mich wirklich aufs Attackieren beziehen. Ich muss erst mal hier ein Haus bauen. Weil nicht, dass in der Nacht hier, wie man es kennt, ja, Minecraft, einfach Zombies kommen, ja? Weil wenn Zombies kommen, dann sind wir dead, Leute, dann sind wir echt dead. Okay, bam, 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 psa, bam, bam, bam. Also wirklich richtig cool. Ich bin halt hier in meiner virtuellen Realität. Ich habe ja keine Holz nehmen. Okay, Leute, das heißt, ich muss hier, ich kann hier mein, was soll ich machen, so. Creeper? Wildstoff! Oh mein Gott, Leute! Leute, das ist meine erste Welt in, weiß ich nicht wie lang, eigentlich Minecraft Survival, in einem Jahr Minecraft Survival, ich spiele Minecraft Survival, außer Apollo halt. Nicht wirklich Minecraft ganz normal Vanille Survival. Und da ist einfach ein Dorf, Leute. Wie viel Glück kann man noch haben? Okay. Weiß nicht. Kann ich hier rein? Hallo? Hallo? Bin ich im Wasser? Tatsache! Ich bin im Wasser. Kann ich da auch? Warte, kann ich tauchen? Hallo, hallo, Leute. LOL! Kann ich tauchen? Hallo? Tatsache, Leute, ich kann auch echt tauchen! LOL, Leute! Oh mein Gott! Okay, stehen wir da vorne. Okay, so, Leute. Wieder aufstehen. Alright, Leute. Ich muss mich hier irgendwie. Okay, hoch. Okay, ich geh mal zum Finish-Dorf hier. Ich kann mich auch gerade teleportieren. Ups. Was wollte ich nicht? So, ich glaube, man kann einfach schwimmen, Leute! Oh mein Gott, okay. Das ist ja echt cool, okay, Leute. Ich gehe mal zum Village-Dorf. Auf so einen Steg. Hallo, Villager. Kann ich Ihnen helfen? Okay, Leute. Ich habe halt, Leute, schon eine Idee. So, Leute. Boah, bist du groß. Ich will nicht stören. Aber, hier. Warte, wo ist die Kamera? Die Kamera ist, da. Willkommen hier zu Cactus News 33. Willkommen. Guten Abend, guten Nachmittag oder guten 13 Uhr, wie auch immer, wann ihr immer das Video schaut, ihr wahrscheinlich 12.15 Uhr, wenn es rauskommt. Und wir haben ein Mikrofon. Also, wie stehen Sie zu diesem Haus hier? Also, es hat Cobblestones, ich habe Holz dabei. Das tut mir leid, missgeschickt. Oder die Kirche, die Mittelalterkirche, wie stehen Sie dazu? Ja, okay. Okay, Leute. Hast du verstanden? Mhm. Noch irgendwas? Keine Ahnung, das. Wow, sorry. Tut mir leid. Das war's mit Cactus News. Lass ein Like da. Okay, ich hab doch mit Wünschen geredet. Alles klar. Kann ich die Tür irgendwie. Ah, ich kann sie zumachen, okay. Hier ist ein kleines Wünschendorf, alles klar. Okay, hier ist ein kleines Haus. Kann mich hier irgendwo einlisten, aber ich glaube, ich nehme ein größeres Haus natürlich.
Hier noch ein Dings hier. Hallo? Also hier, okay, ich kann abbauen, kann ich zu dir anpflanzen. So, warte eine Sekunde, Leute. Doch, kann ich, aber ich kann es nicht manuell anpflanzen, ich muss es so anpflanzen. Okay, Leute. Es sind auch Beetroots, Leute. Ich glaube, die sind in 1.12, denke ich, oder so. Aber lol, kann ich mit dir? Lol, ich auch, ich kann handeln. Was kaufst du so? Ja, okay, Leute. Wir müssen uns jetzt ein Haus suchen, mehr oder weniger. So, kann auch springen hier. Also, ducken weiß ich nicht, ob ich ducken kann, aber ich bin auch geraten, okay. Leute, die Frage ist, kann man hier hoch? Nein, kann man nicht, das sind zwei Blöcke, Leute. Wo seid ihr? Da, das sind zwei Blöcke. Ja, Leute, hier Villager. Hallo, Villager. Sorry, Villager, das weiß ich nicht. So, ein unabsichtlicher Schlag. Ich glaube, das sieht nice aus. Hier wohnen noch, glaube ich, keine Ahnung, okay, nice, Leute. Jetzt kann ich mal mein Inventar, ja, hier öffne mein Inventar. Weil wir so ein kleines Chest hier bauen. Leute, ich sehe gerade. Kann man eigentlich hier so machen? Schaut mal, Leute. Fortnite-Tanz! Nein, Spaß, Leute, ich spiele sie weiter. Keine Ahnung, das Inside hier, Junge. So, eine Crafting Bench und craft hier noch ein paar Sticks hier. Weil ich bin schon ein richtiger Profi in dem Spiel, lol, nice. Okay, Leute. Das heißt, so und Crafting Table. Bam! Nein, Spaß. Ich brauche unbedingt noch Fackeln auch. Ich glaube, ich klaue die mir einfach von dem Villager oder so. Das passt schon. Ich gebe sie dem Villager eh irgendwann wieder zurück. Jo, mei. So, jetzt habe ich mir erst eine Spitzhacke. Eine spitze Hacke. So, eine Chest würde ich sagen. So, Leute. Oder ich glaube, ich crafte gleich eine Double Chest. Ich meine, wenn schon, den schon, Leute. Und das war eins zu viel. Wenn schon, den schon. Leute, so. Das heißt, eine Chest. Okay, hinbauen kann ich glaube ich nicht so. Kann ich es so machen, so. Warte, wenn ich die jetzt so öffnen kann. Nicht geil, ich kann die nicht öffnen, oder? Ich muss die so. Oh la, wie groß die Chest ist, okay. Das ist wie so eine Chest, ein kleines Ding. Und zwischen Nacht hier sehe ich gerade. Ich gehe mal wieder raus. 360 wegen dem Kabel hier, weil das Kabel ist relativ lang, Junge. So, nehme ich meine Kameraden, meine Leute, meine Leute. Muss ich hier mal ein paar Fackeln klauen. Ich will schon, ihr braucht ja die Fackel eh nicht so. So, erste Fackel, zweite Fackel. Die erste Fackel könnt ihr behalten hier. Lol, Leute, die leuchtet halt wirklich. Okay, Leute. Ich komme in mein Haus hier rein, wir haben auch Schweine, also wir können eine Schweinefarm machen. Olas, gut, Olas, Jome. So, bam, bam. Hallo, Villager, wohnst du etwa bei mir oder was? Wir haben doch leider kein Bett, also. So, Leute. Nice, okay, da haben wir eh eine Fackel noch. Hatte ich noch eine? Oder habe ich die andere irgendwo anders platziert? Ja, wir sind ein kleines Haus jetzt. Hallo, Schweinchen. Hallo, hallo. Habe ich mir Spitzhacke, kann ich doch abbauen? Tatsache, Leute. Oh mein Gott. Wie cool das ist. Hallo, hast du ein Villager? Komm mal in die Kommentare schreiben, wie hier irgendwie war. Wo seid ihr da? Komm mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet hier. Generell vor er und wir. Sorry. Wie sollen wir einen Villager nennen? Das ist jetzt mein Hauptvillager, okay? Okay, es sind zwei Lieder bei mir drinnen. Also, das ist mein Hauptvillager. Wie können wir sagen, wie ich den nennen soll? So. Ich muss mal mein Inventar so sortieren. So. 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 Alright, Leute. Das heißt, ich gehe mal hier so, bam, bam, bam. Was gibt's denn noch? Ich habe jetzt leider keine Spitze, keine Fackel hier. Aber, hallo, Bildschirm. Vor allem ist das Schmiede. Mal schauen, vielleicht sind da Sachen drinnen. Da habe ich Angst, dass hier. Hier sind drei Fackeln, nehme ich mir eine schnell. So. Ich glaube, ich kann dir sogar in die Offhand geben, wenn ich mich nicht täusche. So, ja, ich kann in die Offhand gehen, so. Ich würde zumachen wieder natürlich. So, Leute, nämlich Schmieden, wer keine Schmieden kennt, da sind meistens Items drin. Und Leute, wenn hier eine gute Items drin sind, bitte, bitte, Malachi, Malacho. Oh mein Gott, zwei Eisenschwerter und eine Eisenrüstung, Leute. Alles klar, Leute. Zwei Äpfel. Du Apples. Eine Eisenrüstung. Okay, das ist eine Pferdeeisenrüstung. Das heißt, wir können demnächst eigentlich, so. Können demnächst eigentlich hier einfach. Leute, wir haben ein Eisenschwert, Leute. Oh mein Gott, okay. So. So. Und so. Jetzt können wir eigentlich hier wieder nach Hause gehen. Und hier ist noch ein Sitzgemögel. Möglichkeit.
diesen Öfen, kann man glaube ich mal einen Ofen mitnehmen. Die Villager, die wird das ja natürlich, die werden das eh nicht merken, ja Leute. Aber wir haben ein Eisenschwert, richtig? Softig, jo mei. Aber ich habe jetzt Angst, dass hier Zombies kommen, ja? Hoffentlich ist hier noch keiner. So, wollte jetzt auch schauen, ob ich, oh, ups, sorry, weiß ich nicht. Wollte jetzt schauen, ob ich irgendwie, Zombies finde oder so. Es regnet gerade schon wieder. Oh, ich dachte schon mal, der Creeper-Man. Creeper-Man wäre nie gut gewesen. Okay, nämlich wollte ich jetzt noch schauen, ob irgendwie Zombies oder Zomberinos oder Zombines oder Zombie-Irgendwas ist. Ob hier noch irgendwo ein Zombie ist. Hier ist Squid. Ist relativ dunkel. Also ich glaube, ich kann mir noch die Reste. Und wisst ihr was? Eigentlich ist da noch eine Fackel bei der Kirche drinnen, oder? Wenn ich mich irre. So. Ist da noch eine Fackel? Bam. Bam. Alright, Leute. Okay, bei Kirche oben ist glaube ich nichts. Oder vielleicht kann ich die nächste Folge nachschauen. Dann würde ich jetzt auch eigentlich sagen, das war's hier für die Folge, Junge. Ich weiß nicht, ich finde glaube ich keine Zombies mehr hier. Hallo, die Löhle. So. Bam, bam. Ups, das war das Falsche. Kann ich ein bisschen ernten noch, so. Ich muss unbedingt hier demnächst. Ich kann mal hier vielleicht demnächst Flo oder Easy oder Tops irgendwie dazu holen. Man kann ja gemeinsam nicht spielen. Also lasst ein Like dafür mehr hier. Ich habe noch 4 Karotten. Wie kann ich Karotten essen, ist die Frage. Weiß ich nicht, wie ich hier essen kann. Ja genau. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt für VR oder so, warte, wo seid ihr? Da seid ihr. Dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und ich möchte schauen, ob hier irgendwer, irgendein Zombie, es wird schon wieder Tag, gell? Ob hier irgendein Zombie, irgendein Villager, hier war ja auch mal gerade ein Schmied, oder? Hallo, Ali, hallo, bist du ein Schmied, Leute? Hier ist eine richtige Party, Leute. Hallo? Okay, was? Also, du brauchst Kohle für Emeralds. Okay, du verkaufst nichts Gutes, aber mal schauen. Rotten Flash für Emeralds, 10 Gold für Emerald, ja, es geht, Leute. So, was kaufst du? 34 Papier für ein Emerald, ja? Und Sweeping Edge, Leute, wisst ihr, was das ist? Ich nicht. Puck und Dings. Sweeping Edge 1 verkauft für Bücher und Dings. Dann würdest du auch sagen, hier, das war's. Lasst ein Like, ein Abo da. Wie gesagt, wo seid ihr? Da seid ihr. Lasst ein Like, ein Abo da für mehr. Es hat mir wirklich gefallen, hier die VR-Folge. Und wie gesagt, lasst ein Like, ein Abo da. Ich habe wirklich 4 Stunden gebraucht, um die Folge hier aufzunehmen. Und ja, so abonniert ein Like, ein Abo da für mehr. Und aktiviert die Glocke. Und schreibt einen Kommentar, wie ich den ganzen Wildschatten nennen. Ups, wie ich den ganzen Wildschatten nennen soll. Wie ich mein Dorf hier nennen soll. Wäre richtig cool. Und lasst ein Like, ein Abo da. Und checkt die ersten 30 Punkte vorbei fürs saftigste Messer Design. Und schauen wir nächstes Mal weiter. Und würde ich sagen, ciao!